Es ist nicht irgendein Ort, der mich dazu veranlasst, glücklich zu sein, sondern es sind die Menschen, die Umgebung. Mein Name ist Andreas Koch. Wir sind hier in Alfeld im Farguswerk und meine Aufgabe hier ist, Leistung zu digitalisieren, zu vermessen und Flächen rückzuführen. Fargus ist ein Unternehmen, was es hier am Standort Alfeld schon seit 1911 gibt. Vom ersten Tage an wurden hier Leisten produziert für die Schuhindustrie. Also ein Leisten ist eigentlich der Kern, den man benötigt, der den menschlichen Fuß abbildet, um darüber einen Schuh zu produzieren. Praktisch das Herz für die Schuhproduktion. Anfang tut bei uns hier alles mit dem Holzspalt. Daraus wird ein Holzleisten geformt in der Modellabteilung per Pfeile von Hand. Also die Modelleure haben praktisch in ihren Händen das Gefühl, dass sie Material auf ein Zehntel abnehmen können. Daraufhin wird dann von uns der Leisten digitalisiert, also in diesem Fall von mir. Und wenn der dann digitalisiert ist, geht der in die weiteren Produktionsschritte über. Am Ende der kompletten Prozesskette steht dann nachher der fertige Leisten, der grüne Kunststoffleisten, der alles umfasst, was der Schuhproduzent benötigt. Wir haben zurzeit an die 30.000 Leisten hier vor Ort einlagern. Also das ist das Herz dieser Firma. Also früher war es ja so üblich, dass Leisten, wenn die für die Produktion vorbereitet werden, auch nochmal abgefahren werden muss. Was wir jetzt aber dafür haben, ist die digitale Messtechnik, die uns sehr hilfreich da unterstützt, indem wir den Leisten kopieren können, in Daten umwandeln können und ins digitale Zeitalter manövrieren können. Fargus ist ein Unternehmen, was es hier am Standort Alfeld schon seit 1911 gibt. Vom ersten Tage an wurden hier Leisten produziert für die Schuhindustrie. Wir sind seit 2001 Weltkulturerbe. Das ist einmalig auf der Welt, dass es ein Denkmal gibt, ein bestehendes Denkmal, in dem noch aktiv gearbeitet wird. Hier gibt es keinen Mitarbeiter, der nicht darum bemüht ist, beste Qualität aus dem Hause Fargus an die Kunden zu liefern. Ja, hier ist der Mensch noch was wert und das ist das, was ich hier kennengelernt habe. Dieses Flair, Zusammenhalt noch so rüberzubringen, das würde ich mir wünschen, wenn das noch über Jahre bestehen bleibt.